Heute bauen wir ein CSS-Only-Akkordeon. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es um CSS. Wir werden nämlich ein Akkordeon bauen, wirklich nur mit CSS und HTML, also kein JavaScript. Wir nutzen hier den Preprocessor SAS, also wir nutzen quasi eine andere Syntax für CSS, aber das Ganze geht natürlich auch mit reinem CSS und wir werden damit auch gleich loslegen. Prinzipiell, wenn ihr Fragen oder Probleme habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Discord. Da könnt ihr der Community joinen, Fragen stellen, Fragen beantworten, einfach mal Hallo sagen oder euch mit Gleichgesinnten austauschen. Ansonsten, ja, legen wir jetzt los. Viel Spaß und auf geht's! So, los geht's mit unserem heutigen Video. Wie immer eine kleine Demo, die findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt auf CodePen. Prinzipiell, wenn wir hier drüber gehen, haben wir einfach ein normales Akkordeon mit so einem kleinen Effekt. Der Button hier dreht sich, beziehungsweise der Pfeil, und das Ganze gleitet so ein bisschen runter. Aber es ist nicht wirklich kompliziert und es ist ziemlich einfach bei eurer Seite oder bei eurem Projekt einzubauen. So, und los geht's mit unserem eigentlichen YouTube-Tutorial. Ihr seht hier meine Standardentwicklungsumgebung. Diese ist wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aber was genau nutzen wir denn heute? Wir haben hier einmal eine arrow.svg und die befindet sich in einem Asset-Ordner in unserem src-Ordner. Prinzipiell ist das einfach nur dieser Pfeil, der sich später drehen kann. Die müssen wir halt irgendwie einbinden. Das ist in unserem Fall einfach eine svg-Grafik. Außerdem haben wir natürlich eine index.html. In dieser ist noch nicht wirklich viel drin, außer meine Standard-Imports. Also wir importieren hier unsere JavaScript-Datei, die wir gar nicht nutzen, und hier oben unsere CSS- bzw. kompilierte SAS-Datei, die wir natürlich nutzen werden, aber prinzipiell ist hier noch nichts drin, was für dieses Tutorial relevant ist. Das kommt gleich alles. Außerdem werden wir das meiste hier in dieser main.sas machen. Also hier drin wird unsere gesamte Logik geschrieben. Daher öffnen wir mal diese Datei und außerdem unsere main.sas. Und das hier an der Seite brauchen wir nicht mehr. So, dann fangen wir mal an mit HTML. Natürlich brauchen wir ein paar Elemente, damit wir auch ein Akkordeon bauen können. Als erstes brauchen wir eine Divbox mit der Klasse List. Das würde quasi unsere gesamte Liste von Akkordeon-Elementen umfassen. Dann brauchen wir eine Divbox mit Akkordeon. Und innerhalb dieser Divbox haben wir einmal ein Label. Und das vorkommt gleich. Hier schreiben wir zum Beispiel einfach ein bisschen Lorem Ipsum Text rein. Das kopiere ich mir mal eben hier hin. Und wir haben hier drin unser Image, also einfach ein IMG mit dem Path des Image und zwar zu Assets und dann Arrow SVG. Ein Alt brauchen wir gerade nicht, das funktioniert schon so, mehr brauchen wir in unserem Label gar nicht. Das nächste, wir brauchen ja ein Div-Element mit einer Klasse Content, das ist quasi einfach der Inhalt unseres Akkordeons. Das ist egal, was hier drin ist. In meinem Fall kopiere ich mir hier jetzt einfach mal ein Paragraph mit ein bisschen Lorem Ipsum Text rein. Das können natürlich auch Bilder sein, das kann weniger oder mehr Text sein. Das ist euch komplett freigestellt und macht keinen wirklichen Unterschied. Prinzipiell können wir damit unser Akkordeon schon stylen. Wir können aber noch überhaupt keine Logik implementieren. Dazu brauchen wir nämlich ein Feld, und zwar ein sogenanntes Input-Feld. Das ist ein einfaches HTML-Element. Wir müssen aber nicht TypeText nehmen, sondern Checkbox. Das kennt ihr alle. Wenn ich das jetzt abspeichere, haben wir hier oben dieses kleine Viereck und das kann ich anklicken. Das ist so eine typische Checkbox. Diese benutzen wir, um quasi einen Zustand in HTML zu erzeugen, nämlich das Inputfeld mit dem Typ Checkbox kann checked oder unchecked sein. Und das können wir mit CSS selektieren, womit wir dann quasi entscheiden können, dass ein Sibling, in diesem Fall unser Content-Element, einfach eingeblendet oder ausgeblendet wird. Also unser Input-Element hier ist quasi der Schlüssel zu unserem CSS-basierten Trigger-Event, das wir später nutzen, um unser Content ein- oder auszublenden. Wir können natürlich diese Checkbox hier nicht einfach lassen, das heißt, wir müssen die später verstecken. Wir werden die also mit CSS unsichtbar machen und diese nicht ansteuern, indem wir direkt auf die Checkbox klicken, sondern indem wir auf das Label klicken. Und um das zu tun, braucht unsere Checkbox eine ID. In unserem Fall Akkordeon-1, weil wir haben mehrere Akkordeons, und unser Label braucht quasi dieses Vor-Attribut und hier schreiben wir dieselbe ID rein. Das heißt, dieses Label ist jetzt verknüpft mit diesem Input-Feld und wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und ich hier auf unseren Pfeil klicke, der ja Teil unseres Labels ist, wird hier oben die Checkbox aktiviert oder deaktiviert, also checked oder unchecked. Und damit haben wir quasi unser Trigger-Event schon fertig. Natürlich ist es etwas langweilig, wenn man nur ein Akkordeon-Element hat. Was heißt, wir erzeugen uns hier jetzt noch ein zweites. Das sieht exakt genauso aus, bis auf das hier die ID Akkordeon 2 ist. Und wir erzeugen uns auch noch einfach ein drittes, weil wir es können. Und hier noch ein drittes, aber hier mit Akkordeon minus 3. Das heißt, wenn ihr das zum Beispiel mit PHP oder so etwas generiert, dann müsst ihr hier einfach eine Loop einbauen, dass diese ID für jedes Akkordeon-Element, was ihr auf- und einblenden könnt, etwas anderes ist. Ansonsten würde nämlich einfach ein Fehler im Trigger-Event erzeugt werden.
Das Ganze speichern wir jetzt ab. Wir haben hier jetzt drei, wie ihr seht, drei riesengroße Pfeile. Und jetzt brauchen wir einfach erstmal ein bisschen CSS, damit das so aussieht, wie auch unser Akkordeon gerade in der Demo aussah. So, dann legen wir mal los mit CSS. Das erste, was wir hier machen, ist, wir erstellen uns eine Liste. Also wir sprechen die gesamte Liste an, die wir erstellt haben und sagen hier eine Weite und zwar 100%. Und für meinen Tutorial-Fall sage ich hier jetzt eine Maximalweite von 40 rem. Einfach damit das nicht ganz quasi bis zum Rand geht. Ihr habt gerade gesehen, das wurde auch schon so ein bisschen kleiner. Das nächste, was wir machen, wir sprechen unser einzelnes Akkordeon-Element an. Das soll 100% der Weite einnehmen und wir müssen hier Display Flex benutzen, sowie hier Flex Direction Column, sodass alles innerhalb des Akkordeon-Element auch untereinander rutscht. Und hier vergeben wir noch einen Abstand, und zwar 2 rem nach unten zwischen unseren einzelnen Akkordeon-Elementen. Mehr machen wir hiermit erstmal gar nicht, sondern das nächste, was wir machen, ist, wir sprechen in unserem Akkordeon unser Label an. Unser Label hat gar nicht viel, es ist auch 100% weit. Außerdem haben wir hier eine Hintergrundfarbe, in meinem Fall einfach mein CI Blue. Das ist ein Farbcode, den ich hier oben aus unserer Variablen importiere, wo ich das alles schon für jedes Tutorial immer hinterlege, damit ich das nicht immer nochmal schreiben muss. Ansonsten haben wir hier einfach eine Font Size, in unserem Fall sage ich 2 rem und einen Innenabstand von 2 rem. Damit haben wir jetzt unser Element hier schon mal ein bisschen schöner gestylt. Außerdem haben wir einen Border Radius von 1 rem sowie einen Cursor Pointer. Das Ganze speichern wir jetzt ab. Wir haben jetzt runde Ecken und wenn ich mit der Maus hier drüber gehe, kriegen wir diesen kleinen Klickzeiger quasi. Das funktioniert soweit auch schon mal ganz gut. Was wir jetzt allerdings noch brauchen ist, wir wollen hier drauf eine kleine Animation haben. Das machen wir mit Transition. Hier wollen wir alles ansprechen und animieren mit 150 Millisekunden. Und jetzt können wir in CSS bzw. hier in SAS mit diesem Und-Operator Doppelpunkt den Mouse-Over-Event ansprechen und sagen hier Transform. In Transform wollen wir das Ganze mit Scale manipulieren und sagen um den Faktor 1,02. Wenn ich jetzt hier mit der Maus drüber gehe, dann wird unser Element einfach ein bisschen größer. Was uns jetzt natürlich fehlt, ist hier dieses große Dreieck in der Mitte. Das sieht natürlich nicht gut aus. Deswegen sprechen wir jetzt unser Image innerhalb unseres Labels an und sagen erstmal, okay, wir haben maximal eine Weite von 1,5 rem. Damit ist das Ganze schon mal deutlich kleiner geworden. Außerdem wollen wir das positionieren, in unserem Fall mit Position Absolute, sagen hier Top 50% und Right und dann hier 2 rem, speichern das Ganze ab. Und in dem Moment rutscht das hier rüber. Ihr seht, hier in der Seite ist dieses Element, das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen, dass das sich an unserem Label orientiert und dazu brauchen wir hier oben Position Relative in unserem Label, sodass das jetzt komplett hier drin ist. Dadurch, dass wir hier Top 50% genutzt haben, müssen wir jetzt hier mit Transform und hier Translate die Achse wieder ein bisschen entgegenspielen mit -50%, so ist es genau zentriert. Und weil wir das hier später auch animieren wollen, brauchen wir auch hier Transition, 350 Millisekunden und auch hier alles. Das speichern wir jetzt so ab und in dem Moment sind wir mit unserem Image auch schon fertig. Was wir jetzt natürlich noch machen müssen, ist unser Content Stylen, weil wir haben hier unten überall unsichtbaren Text. Das ist natürlich nicht so schön und deswegen sagen wir jetzt, okay, auf derselben Ebene wie unser Label haben wir auch die Klasse Content und hier vergeben wir erstmal eine Schriftfarbe, in diesem Fall weiß, sagen auch, hey, du bist jetzt 100% Weite und in dem Moment sehen wir jetzt schon mal Schrift, das ist schon mal ein Anfang. Das nächste, wir haben auch hier eine Hintergrundfarbe, nutzen hier RGBA, also ein RGB-Farbcode mit 255, 255 und 255. Damit haben wir weiß und können jetzt mit einem Zehntel Deckkraft, also 10% Deckkraft, so einen ganz schwachen Hintergrund erzeugen und sagen auch hier Border minus Radius, oben nichts, oben rechts nichts und unten wollen wir jeweils ein Rem, sodass unten abgekürft ist, aber oben ist alles gerade. Das nächste, was wir hier haben, wir sagen auch hier eine Position und zwar Relative und das machen wir aus einem ganz einfachen Grund. Wir wollen nämlich jetzt unser Element so nach oben dahinter ziehen und das machen wir, indem wir jetzt hier sagen Transform und sagen Translate 0 und hier -20%. Wenn ich das jetzt abspeichere, dann rutscht das da so ein Stück hinter, aber um sicher zu gehen, vergeben wir hier oben Z-Index 2 und hier unten Z-Index 1. Das Ganze speichern wir jetzt ab. Und was wir jetzt noch machen müssen, ist natürlich ein bisschen größere Schrift hinzufügen. Was heißt, wir sagen hier Font Size 1,6 rem, speichern das Ganze ab, lassen das erstmal so stehen. Wir vergeben hier aber jetzt gleich noch
ein P-Tag, nämlich hier unten, weil unser Content hat ja hier, wenn wir nochmal auf unsere Index gehen, immer so ein P-Tag als Content. Und hier sagen wir, okay, Padding 2 Rem und Margin standardmäßig nichts, speichern wir ab. In dem Moment haben wir hier Text, der noch ein bisschen dahinter liegt. Das wollen wir aber später machen, aber wir wollen erstmal dafür sorgen, dass unser Text gar nicht erst auftaucht. Das machen wir, indem wir hier sagen Hide Auto, Opacity 0 und wir sagen auch hier, weil wir das später ja animieren wollen, Transition 350 Millisekunden All. Und das letzte, was uns hier noch fehlt, neben High und Opacity, nee, das ist eigentlich alles, ja, können wir so abspeichern, außer dass uns noch hier fehlt, Overflow Hidden, damit wir quasi alles, was nicht sichtbar ist, auch wirklich abschneiden sozusagen. Und wenn wir jetzt hier drin sind, sehen wir, wir sehen nur noch unsere Label. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und ich hier drauf drücke, sehen wir auch, dass unser Click-Event immer noch funktioniert. Wir machen aber mit unserem Click-Event eigentlich noch absolut gar nichts. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Also das müssen wir noch umgehen. Und das können wir jetzt ganz einfach, indem wir ganz nach oben gehen. Hier haben wir unser Akkordeon. Und in unserem Akkordeon haben wir ein Input. Dieser Input hat natürlich ein State. Und zwar, wie schon gesagt, den State checked. Das machen wir jetzt in SAS einfach mit Input und dann diesem Und-Operator. Wenn ihr das ohne SAS macht, müsstet ihr das einfach so verknüpfen. Mit dem Operator in SAS ist natürlich ein bisschen angenehmer. Was machen wir jetzt hier drin? In unserem Checked haben wir mit dem sogenannten Siblings-Operator, das ist diese kleine Welle, können wir jetzt sagen, wir wollen das Label ansprechen. Und in unserem Label unser Image. Und unser Image wollen wir gerne, wenn das Ganze angeklickt wurde, wollen wir das mit Transform, Translate einmal wieder auf den Status Quo setzen. Also wir wollen das wieder, dass das sich nicht verändert in der Positionierung. Wir wollen aber mit Rotate und 180 Degree das ganze Ding drehen. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, seht ihr, es hat sich gedreht. Das kleine Icon ist jetzt quasi da über diesen Siblings-Operator an unseren State des Inputfeldes gebunden. Und wie funktioniert das? Im Prinzip ist es so, dass wenn dieses Inputfeld checked ist, dann sagt er, hey, gibt es auf derselben Ebene im DOM, also auf der Siblings-Ebene, ein Label? Wenn ja, hat dieses Label ein Image? Wenn ja, dann dreh dieses Image um 180 Grad. Das ist quasi den Ausdruck, den wir hier definiert haben. Wir können das jetzt aber natürlich nochmal machen und sagen und Siblings-Operator.Content, weil wir haben ja auf der obersten Ebene, neben unserem Input, auch eine Divbox mit der Klasse Content. Und das können wir hier auch auswählen. Und dann können wir nämlich sagen, unser Content bekommt jetzt automatisch die Höhe Auto. Außerdem haben wir Opacity vergeben. Sagen wir jetzt, okay, Opacity wird wieder 1. Und wir haben das Ganze ja so nach oben gezogen. Das machen wir jetzt mit Translate 0,0 auf beiden Achsen wieder rückgängig. Und in dem Moment haben wir hier unser Menü quasi fertig, also unser Akkordeon. Das Einzige, was jetzt ist, dieser kleine Punkt hier stört natürlich. Wollen wir nicht. Können wir aber ganz einfach umgehen, indem wir sagen Position und hier sagen wir Absolute. Hier sagen wir Z-Index minus 1, sodass wir es quasi unsichtbar machen. Und als Sicherheit sagen wir auch noch Opacity 0. In dem Moment ist es weg. Da es aber immer noch im DOM vorhanden ist, funktioniert unsere Selektion über die Siblings immer noch. Und wir haben jetzt unser komplettes Akkordeon-Menü ohne eine Zeile JavaScript. So, das war's schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung auch jede Menge Social Media oder andere Affiliate-Seiten, wo ihr diesen Channel supporten könnt oder mir einfach mal Hallo sagen könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß und ciao.